Investition in die Zukunft. Unter diesem Motto wurde das neue Betriebsgebäude der Firma Alge Elastic mit einem berauschenden Fest eingeweiht. Zahlreiche Gäste ließen es sich nicht nehmen, der Einladung zu folgen, und sie erwartete ein Programm der Sonderklasse. Martina Rüscher, die die Aufgabe übernahm, durchs Programm zu führen, bat zugleich die Geschäftsführer auf die Bühne, die ihr dort oben Rede und Antwort standen. Vor allem das Miteinander wird bei Alge Elastic großgeschrieben. Auch ein Grund dafür, warum man am Standort Vorarlberg festhält. Weil wir hier tolle Mitarbeiter haben und nur hier in Österreich mit den Textilen Mitarbeitern etwas leisten können. Und wir wollen nicht nach China oder Mexiko, wo man uns schon gefragt hat, sondern wir wollen in Österreich bleiben und österreichische Qualität bieten mit unseren tollen Mitarbeitern. Ohne unsere Mitarbeiter könnten wir heute schließen, weil wir brauchen die und wir sind ein Team und ich bin ein Teammensch und wir entscheiden im Team. Und nur wenn die Mitarbeiter mit uns arbeiten, können wir etwas hervorbringen, sonst nicht. Wir wollen mit unseren Partnern, das sind Lieferanten und Kunden, das sind für uns alles Partner, wir wollen mit denen unsere neue Halle feiern und freuen uns, dass alle gekommen sind und dass wir einen tollen Abend haben. Ziel des Festes war es zu zeigen, was machbar ist und vor allem, was hinter den ganzen Produktionsprozessen steckt. Durch den Neubau werden 80% aller Skibrillenbänder weltweit in Lustenau produziert. Doch die Produktpalette reicht noch viel weiter. Also Alge Elastic ist bisher bekannt als hochwertiger Hersteller von elastischen Bändern für die Wäscheindustrie, Mietindustrie. Aber mit der Alge Gruppe haben wir neue Geschäftsfelder eröffnet, wie flammfeste, elastische Textilkonstruktionen, spezielle Bänder für den medizinischen Bereich mit speziellen Fasermischungen bis hin zu modisch designten Skibrillenbändern, wo wir heute einen Marktanteil haben von 85% der Welt. Ja. Ein weiterer Programmpunkt war die Segnung des Erweiterungsbaus durch Pfarrer Sauter, der extra für diesen Anlass Fürbitten verfasst hatte, in denen er darum bat, an einem Band zu ziehen. Anschließend ging es weiter mit dem Menü, das eigens von Färbers Gastronomie zubereitet wurde. In perfekter Koordination wurde aufgetischt und man ließ sich die Speisen schmecken. Und schon ging es weiter mit dem nächsten Highlight, eine Modenschau der HTL Dornbirn, in die alle Elastikprodukte mit integriert wurden. Die Kreationen der Schülerin der 2. Klasse sorgten für großes Staunen. Also zuerst haben wir die Materialien von der Firma gekriegt, in Kartons, einfach nur Bänder. Da konnten wir uns das noch nicht wirklich vorstellen darunter. Und danach sind wir halt immer mehr, haben uns in die Modelle innenversetzt, wie wir uns das vorstellen. Und dann halt jeder seinen Stil gekriegt mit dem Modell und so. Und als wir dann angefangen haben mit dem Schnitten und dem Fertigen, haben wir halt uns wieder in das Teil verliebt, sagen wir es so. Wenn eine Frau Schuhe kaufen geht, dann ist es einfach sie Teil und das darf man halt auf der Bühne präsentieren. Es waren viele freiwillige Stunden, die mit der Schule waren. Und ja, es hat sich gelohnt auf jeden Fall. Die Begeisterung war groß, was den Gästen sichtlich anzumerken war. Wieder ein Punkt, den das Familienunternehmen für sich verzeichnen kann. Denn auch regionale Zusammenarbeit wird hier großgeschrieben. Zum Ersten werden wieder viele Arbeitsplätze geschaffen und es haben viele Menschen die Möglichkeit, hier eine sehr herausfordernde Arbeit zu bekommen und Beschäftigung zu bekommen. Es dient unserem Wirtschaftsstandort und es ist irgendwo auch eine Wertschätzung Vorarlberg gegenüber, dass hier am Standort in Lustenau in Vorarlberg expandiert wurde. Das zeugt von Qualität. Die Regionalität ist ein wichtiger Gesichtspunkt, der auch beim Neubau mit einbezogen wurde. Das Bekenntnis zum Land Vorarlberg und zu Lustenau ist ein Faktor, der auch Wirtschaftskammerpräsident Manfred Rhein außerordentlich freut. Es ist ein Vorzeigebetrieb, ein sehr innovativer Betrieb, es ist ein weltoffener Betrieb, sehr viel im Export tätig, ein Nischenplayer. Er ist aber vor allem auch vielseitig, man sieht es an der Produktpalette, also von Damenbekleidung, Unterwäsche bis hin zu technischen Produkten im Auto, überall also zu finden, im medizinischen Bereich. Und er ist vor allem ein heimischer Betrieb, ein Familienbetrieb, der sehr viel hier auf die Mitarbeiterschaft hoffen und zählen kann. Also er ist einfach das Ideal, Betriebe, die wir brauchen im Land, die sehr erfolgreich sind. Wir freuen uns. Die Investition, das Bekenntnis hier zum Standort Vorarlberg ist der beste Beweis, dass hier gut zu arbeiten ist und auch etwas Geld zu verdienen ist.
Nicht nur Regionalität, sondern auch Familie ist es, was Alge Elastik auszeichnet. Man unterstützt sich gegenseitig, was auch die Töchter des Geschäftsführers Laura und Nicola Alge bei den Vorbereitungen des Festes zeigten. Und schließlich liegt ihnen das Unternehmen selbst sehr am Herzen. Also ich finde, es ist wirklich ein super Team und ja, es ist eigentlich wirklich wie eine riesengroße Familie. Es ist ein Familienbetrieb und auch unsere ganzen Mitarbeiter gehören zur Familie. Wir haben zum Beispiel unsere wirklich sehr geschätzten Kunden in Empfang genommen und haben die Tischzuweisung gemacht und wir sind natürlich auch, wir sind uns dafür verantwortlich, dass sich auch jeder persönlich wohlfühlt und wir kennen natürlich auch einige und darum versuchen wir, den persönlichen Kontakt schon für später zum aufzubauen. Das Verhältnis zwischen Kunde und der Alge-Gruppe ist ebenfalls bestens. Das neue Firmengebäude kommt ebenso gut an wie die professionelle Zusammenarbeit. Also unsere Beziehungen von Triumph mit der Firma Alge sind eine sehr partnerschaftliche Beziehung, kann man sagen. Familiär wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sehr partnerschaftlich im Sinne einer Geschäftsbeziehung mit langjährigen Kontakten, mit langjährigen Bekanntschaften. Und man kann sie fast familiär nennen, ich würde sagen partnerschaftlich, ja. Beim letzten Programmpunkt war es wieder Zeit zum Staunen. Das Trio Feed the Fish aus London brachte mit seiner Lasershow Effekte auf die Bühne, die es in der Form nur selten zu sehen gibt. Danach wurde das Dessertbuffet eröffnet, das keine Wünsche offen ließ. Von verschiedenen Cremes über Eis bis hin zum Käse war für jeden etwas dabei. Auch die Bar fand großen Anklang. Mit den Klängen von den Monroes, die speziell auf Wunsch des Geschäftsführers Hanno Alge auftraten, ließ man den Abend gebührend ausklingen.